Die Corvette vom Team Callaway. Startbereit auf dem Lausitzring für das ADAC GT Masters Rennen im September. Für Callaway fahren Marvin Kirchhöfer und Jeffrey Schmidt seit 2018. Ein Team, Fahrer, Ingenieure, Techniker, Mechaniker, das fest zusammenhält und an die Einmaligkeit der Corvette glaubt, als Rennwagen, aber auch als Straßenwagen. Mit solch einem kommt Ernst Wöhr, Geschäftsführer von Callaway, auf den Parkplatz des idyllischen Inselhotels von Heilbronn angefahren, um sich mit Marvin Kirchhöfer zu treffen. Denn der Sitz von Callaway ist im nahegelegenen Leingarten. Guten Morgen, lieber Marvin. Guten Morgen. Alles gut? Alles gut. Der 27-Jährige feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum im Motorsport. Denn damit hat er früh begonnen. Wo ich ein Kind war, habe ich davon geträumt, einen Spielzeugladen zu besitzen. Ich glaube, das lag daran, weil ich gerne Spielzeug selber hatte. Gerade Eisenbahn waren ja so ein großes Thema. Aber das habe ich meinem Papa zu verdanken. Der hatte damals die gute Idee, mir einen Quad zu schenken, als ich 3 Jahre alt war. Meine Mutti war natürlich sehr begeistert von dieser Idee. Ich habe relativ schnell herausgefunden, wie man das Ganze bedient, wie man fährt. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu schnell für den Geschmack für meinen Vater und für meine Mom. So, hier steht sie, die Schöne. Mhm. Sieht gut aus. Willst du mal testen? Sehr gerne. Komm. Da sage ich nicht nein. Liebe zum Detail. Alles in Rot. Alles in Rot. Oh, da bleibst du direkt hängen, du. Anschnallen müssen wir uns auch. Das Rennauto, am Vortag getestet, wird heute gebracht und soll begutachtet werden. Doch erst einmal ist das Straßenauto ein Thema. Ich meine, das Auto hat jetzt im Vergleich zum Rennauto deutlich mehr Leistung. Mhm. Der mit dem Supercharger, 760 PS und 1000 Newtonmeter. Ja. Und das wäre eigentlich schön, wenn wir das im Rennauto hätten. Aber du merkst, der lässt sich fahren wie ganz normales Auto, der ist nicht, hat nicht den Charakteristik von einem super getunten Motor. Mhm. Aber warte mal, wenn mal ans Gas gehst, da geht schon vorwärts. Pferdestärke, Motorenstärke, Hubraum, Geschwindigkeit. Ein Leben für das Tempo. Ich war absolut süchtig danach, schnell unterwegs zu sein. Egal, ob es jetzt ein Quad, ein Motorrad oder ein Kart war. Ich habe so alles ausprobiert im jungen Alter, aber natürlich das Kart war das, was mir am meisten Spaß gemacht hatte und wo ich die meiste Zeit mit verbracht habe. Letzten Endes ist es halt, man will der Beste sein und der Beste ist man, indem man der Schnellste ist. Und das ist eigentlich die Motivation. Der Beste zu sein, das kostet in diesem Sport Geld. Der Erfolg hängt oft auch von den Sponsoren ab. Da hat man nicht immer Glück. Es war zu 2016, wo einfach die Sponsoren leider das Geld nicht zusammenbekommen haben für mein letztes Rennen in Abu Dhabi. Das war damals noch in der GP2, was jetzt die Formel 2 ist. Und das ist natürlich dann schon schmerzhaft, wenn man das Finale nicht mitfahren kann. Ja, sag's nur in Auspuff. Ja, Spezialauspuff. Ja. Auch der Betreiber des Rennstalls muss immer wieder etwas investieren, auch weil Auspuff nicht gleich Auspuff ist. Diese Auspuffanlage, die ist speziell gemacht, wenn wir testen gehen, weil die wollen da nur 96 Dezibel messen. Und an bestimmten Rennstrecken wie Zandvoort und Sachsenring geht die Messung direkt an die Regierung. Also wenn es zu laut ist, ist es zu laut, dann muss man aufhören. Oberts heißt. Ein Rennfahrer schraubt heutzutage nicht mehr selbst am Auto. Dafür muss er aber die technischen Details umso besser kennen. Beispiel das Lenkrad, das längst kein Rad mehr ist. So. Es gibt zwar tatsächlich einen Radioknopf, den haben wir hier. Ich muss den Knopf quasi drücken und gedrückt halten und dann in diesem Moment kann ich dann zum Team kommunizieren. Der Knopf PIT, das ist quasi wie eine Art Speedlimiter, also eine Geschwindigkeitsbegrenzung. In der Box dürfen wir nur 60 km/h fahren. Wir müssen das natürlich nicht mit unserem Gasfuß kontrollieren, 60 km/h, weil das ist bei so einem Auto nahezu unmöglich. Wir machen das über den Knopf, wenn wir in die Box reinkommen. Drücken wir den. Wichtige Knöpfe für uns ist noch das TC, also die Traktionskontrolle oder Traction Control im Englischen. Damit regeln wir quasi den Schlupf auf der Hinterachse. ABS, wie man es kennt, auch hier gibt es dann natürlich wieder unterschiedlichste Stufen.
Dann haben wir eigentlich nur noch was Wichtiges, den Startknopf, einmal um den Motor zu starten. Ich denke mal, das braucht man auf alle Fälle. Und maximal noch oder ja, den Flash quasi, das ist die Lichthupe, um den Vordermann, was man manchmal im Fernsehen sieht, ein bisschen nervös oder verrückt zu machen. Also ich benutze ihn nie. Es gibt viele Fahrer, die finden das ganz toll, drauf rumzudrücken. Wenn ich sehe, denke ich mir nicht viel dabei, weil ja, wenn er schneller ist, soll er vorbeifahren. Die Corvette als Straßenwagen und als Rennwagen. Die Fans schätzen den Sound. Einmalig. Bei einem Straßenauto zum Beispiel, da haben wir so eine sogenannten X-Pipes. Ja, der Sound wird in der Mitte unterm Auto schon vermischt und kommt hinten dann als V8-Sound hinten raus. Bei dem Rennwagen hier ist es halt ein bisschen anders. Da haben wir rechts und links zwei Sidepipes, wo dann rechts und links jeweils Vierzylinder-Sound rauskommt, der dann um das Auto drumherum zum V8-Sound wird. Und das macht das bei dem Auto hier einmalig. Dadurch, dass der Sound einmalig ist, auch unter den Rennwagen, die hier bei den GT Masters fahren, hört man den Wagen blind. Ja, also man braucht nicht auf die Strecke gucken, man weiß genau, wo das Auto ist. Testfahrt auf dem Lausitzring. Marvin Kirchhöfer teilt sich das Auto mit Jeffrey Schmidt. Für alle Beteiligten ist der Austausch mit den Ingenieuren und Mechanikern des Teams Callaway sehr wichtig. Nur so kann alles funktionieren, denn schließlich ist die Corvette ein besonderes Auto. Also eine Corvette erzeugt Emotionen. Jetzt sagen wir bei uns im Autohaus, sagen wir auch immer, wir verkaufen keine Autos, sondern Emotionen. Ja, weil wenn der Motor startet, dann gehen die Armhaare nach oben, Gänsehaut kommt und dann weiß man eigentlich, dass man das richtige Auto hat. Ne? Dennoch kann man hier nicht tunen und aufstocken, wie man will. Die Balance of Performance stellt klare Regeln auf. Aber der Motor, so wie er ist homologiert. Also an dem Motor darf nichts mehr geändert werden. Balance of Performance ist das. Das bedeutet, die ganzen verschiedenen Fahrzeugkonzepte irgendwo alle gleich schnell zu bekommen. Na, weil es gibt da ganz verschiedene Autos mit verschiedenen Konzepten. Zum Schluss macht es natürlich die ganze Sache sehr fair, die Balance of Performance. Ich finde es an sich eine gute Sache. Natürlich sagt man am Rennwochenende, wenn es nicht so gut lief, ja, sie war nicht gut für uns. Man sucht schnell die Ausrede über die BOP, nennen wir es. Aber es gehört einfach zu dem GT3-Sport dazu. Jedes Auto hat seine Stärken, jede seine Schwächen. Die Rennautos bekommen auch Gewichte verpasst, meistens aus Blei. Es gibt erstmal ein Gewicht für dieses Balance of Performance Gewicht, also einfach wo das Grundgewicht vom Auto angehoben wird. Dann gibt es, je nachdem wie die Fahrer eingestuft sind, gibt es auch nochmal Gewicht, einfach um, sag ich mal, Amateurfahrern zum Beispiel ein bisschen zu helfen. Die dürfen dann letztlich leichter fahren, wie wenn jetzt Autos mit reinen Profibesetzungen am Start sind. Wiegt ein Fahrer weniger als 85 Kilo, wird die Differenz bis 85 mit Gewichten aufgestockt. Es ist doch einiges anders am Rennwagen im Vergleich zum Straßenauto. Na gut, die Bremswege sind natürlich viel kürzer, weil die Bremsen viel mehr leisten. Die sind auch deutlich, deutlich größer als beim Straßenauto. Also hier halten die Bremsen, was weiß ich, 2-3 Stunden. Im Straßenauto sollen sie 40.000 Kilometer halten. Nach dem Testrennen wird jede Schraube überprüft und jeder Störfaktor entfernt. Das ist sogenannter Pickup. Das ist quasi der Reifenabtrieb, der sich auf der Strecke bildet. Ne? Der wird dann quasi von den Slicks aufgenommen und dann hier im Rathaus verteilt. Ja, und die Dinger fliegen in jede kleine Ritze. Die Folie, die schützt die Windschutzscheibe. Das ganze Auto ist ja poliert und wenn man das vorm Testen, vorm Rennwochenende sieht, richtig schick, richtig neu. Und wenn man durch Steinschläge, durch Pickup, was alles da durch die Gegend fliegt, wenn die Rennen fahren, dann musst du halt die Chance haben, während des Boxenstopps, wenn du siehst, die Sicht ist total eingeschränkt. Durch Steinschläge ist kaputt, dann ziehst du es ab. Das sind 5-6 Lagen. Hier haben wir jetzt noch 3 Lagen, dann ist die unterste Schicht und dann muss es neu draufgesetzt werden. Die Reifen der Rennwagen. Ein gut behütetes Geheimnis und ein Mittel für Strategien.
der erste Fahrer, der quasi den Start fährt. Das ist in dem Fall am Samstag mein Teamkollege Jeffrey Schmidt. Der wird den Start fahren und natürlich sprechen wir uns schon so ab, dass wir die Reifen im ersten Stint, also quasi in den ersten 25 bis 35 Minuten, nicht komplett 100% aufbrauchen, sondern immer noch zum Rennende etwas übrig haben. Das Gleiche gilt dann für mich am Sonntag, wo es dann umgekehrt ist. Eine Regelung, die dazu führte, dass nicht Marvin Kirchhöfer, sondern sein Co-Pilot Jeffrey Schmidt am Sonntag Schauderhaftes erleben musste. Jeffrey kam Gott sei Dank aus dem Auto raus und ist da rumgerannt und hat Hilfe gesucht, verzweifelt. Und vom Feuerwehrauto ist niemand ausgestiegen, respektive nicht auf der Seite, wo unser Auto stand. Unverständlicherweise musste der Jeffrey einem Streckenposten den Feuerlöscher entreißen und hat ganz allein das Auto gelöscht. Und da muss ich eben wirklich also an diesem Punkt sagen, Jeffrey, absolute Hochachtung, dass er so reagiert hat. Geistesgegenwärtig und furchtlos und selbstlos. Und sonst wäre das Auto wahrscheinlich komplett verbrannt. Die Menschen in Orange, das sind die Streckenposten. Die Feuerwehrleute suchten erstmal Helm oder Jacke oder Schuhe. Für das gesamte Callaway-Team eine unverständliche Sache. Mich hat es aufgeregt wie die Sau, weil ich muss sagen, ich bin selber bei der Feuerwehr. Und ich weiß, was da oder wie die eigentlich hätte reagieren müsste. War für mich völlig unverständlich. Man kann nichts machen. Selbst wenn wir dahin gelaufen wären, hätten wir nichts machen können. Und das ist das, was uns halt so traurig wütend zugleich macht, ne? Weil ja, die Aussage von der Feuerwehr war ja Quatsch, sie haben keinen Einsatzbefehl gehabt. Das ist eigentlich Quatsch. Wenn die einen Brand sehen oder auch wenn sie alarmiert werden, natürlich klar, den zu löschen. Und wenn ein Gruppenführer normalerweise einen Brand sieht, das Auto hat ja brennt und da war ja auch noch ein Fahrer drin. Der ist zwar rausgekommen, aber jetzt was wäre, wenn der nicht rausgekommen wäre? Eines ist klar, das ganze Callaway-Team ist heilfroh, dass Jeffrey Schmidt unbeschadet davongekommen ist. Mir geht es soweit gut. Großer Schaden ist dem Team und dem Auto zugefügt worden. Das ganze Jahr hat das Team toll gearbeitet. Und nun ist nicht viel Glück auf unserer Seite. Das ist schmerzhaft. Marvin hat eigentlich natürlich genauso wie wir zunächst mal froh gewesen, dass dem Jeffrey nichts passiert ist oder nichts Größeres. Und dann haben wir uns den Schaden mal angeschaut und Marvin hat gefragt, kriegen wir den wieder hin? Und habe ich gesagt, klar, den kriegen wir schon wieder hin, Marvin. Leicht gesagt, eine Heidenaufgabe für das Team. Doch erst einmal musste festgestellt werden, was alles ersetzt werden soll. Oh je, das ist eine lange Liste, ja. Sämtliche Leitungen, Schläuche. Das Chassis hat Gott sei Dank durch den Schutz, den wir hatten, nicht gelitten. Nachdem das dann alles mit Trockeneis gereinigt war, sah das schon recht gut aus. Es war halt alles verraucht und verschmaucht. Aber dann der Motor komplett, das Ansaugsystem drumherum alles verbrannt. Der Motor innen, das wissen wir noch nicht, der ist beim Motorbauer. Wir haben jetzt unseren Ersatzmotor eingebaut. Aber natürlich am Chassis sämtliche Dichtungen und Leitungen und die Isolierung vorne und Karosserieteile natürlich, Türe links, Haube komplett, die Stehwände innen im Motorraum und ja, eine ganze Menge. Das Dach war leicht angekokelt, das haben wir aber wieder gerettet. Eine Fließbandherstellung gibt es hier nicht. Jedes einzelne Teil wird per Hand nicht nur eingesetzt, sondern oft auch angefertigt. Die Teile sind so passgenau, dass die Spaltmaße vom Fahrzeug auch sehr nah aussehen. Ja, also ich habe viele Teams, die unser Auto eigentlich bewundern.
wie das aussieht, wie da steht, ja, mit den Spaltmaßen, dass das alles so perfekt passt, ne? Aber das ist halt eben mühselige kleine Handarbeit. Es wird gebohrt und geschraubt, ausgepackt und fixiert. Dann wieder Kleinstarbeit mit der Schere. Alles für die Corvette. Das oberste Ziel, fertig zu werden für das nächste Rennen auf dem Sachsenring. Dafür muss an diesem Tag der 6,2 Liter Saugmotor eingesetzt werden. Dann ist das Ziel erreicht. Ach ja, ja, das kann durchaus möglich sein. Ziel ist, im Sachsenring zu sein und gut auszusehen.